In unserem Fall haben wir einen Motorfehler gefunden. Deswegen gucken wir jetzt auch gleich mal, was hier Sache sein könnte. So, was haben wir? Wir haben, um genau zu sein, sogar drei abgelegte Fehler. Das ist Luftmassenmesser, Signal, elektrischer Fehler. Luftmasse, Plausibilität, Luftmasse zu hoch. Und Luftmassenmesser, elektrischer Fehler. Gut, da können wir jetzt davon ausgehen, dass es sich um ein Problem des Luftmassenmessers handelt oder irgendwas damit zu tun hat. Das Bauteil prüfen ist natürlich für den privaten Laien sehr schwierig, da weder die technischen Geräte da sind, noch sonstige Möglichkeiten bestehen. Aber es gibt immer was, das jeder tun kann. Eine optische Sichtkontrolle der Bauteile, beispielsweise ob ein Marder im Motorraum war und vielleicht irgendwelche Kabel angefressen, Isolierungen beschädigt hat. Gerade bei solchen Sachen mit elektrischer Fehler deutet das ja schon sehr darauf hin. Man kann auch mal prüfen, indem man den Stecker beispielsweise abzieht, ob vielleicht Wasser da reingekommen ist. Das werden wir... Aha. Gut, in dem Fall werden wir es nicht prüfen, ob Wasser reingekommen ist. Der Stecker steckte gar nicht ordentlich. Gut. Das kann natürlich auch eine Ursache sein. Ich denke mal, nachdem vor dem Luftmassenmesser der Luftfilter sitzt, dass möglicherweise vielleicht beim Tausch oder Wechsel des Luftfilters der Luftmassenmesser abgesteckt wurde, damit man besser dran arbeiten kann und dann versehentlich der Stecker vielleicht nicht richtig arretiert wurde. Gut, einfache Ursache in dem Fall, aber das sind so Dinge, dafür brauche ich jetzt überhaupt gar keine Werkstatt. Eine optische Sichtkontrolle oder eben zu gucken, ob die Kabel beschädigt sind, das kann jeder selber tun und hilft manchmal wirklich extrem weiter.